kaum Aufrufe. Schrecklich. Hey, moin zusammen, na? Ich bin euer Lieblingsmonty und heute starte ich eine neue Videoreihe. Und je nachdem, wie diese ankommen wird diese dann natürlich mit weiteren Themen fortgeführt. Und diese Reihe nenne ich dann Monty erklärt, beziehungsweise wie funktioniert was. Das hatte ich eigentlich schon viel länger vor. Letztendlich hat mich dann aber ein guter Freund dazu gebracht, dies nun auch in die Tat umzusetzen, da die Tage dann nämlich folgende Frage aufkam. Geht's eigentlich nur mir so oder ist das Thema Monitor, Fernseh, Farbwiedergabe unfassbar kompliziert geworden? Tausende Farbräume, 10-Bit-Paneele, verschiedene HDR-Techniken, etliche Hertz-Varianten, das macht mich völlig kirre. Ja, und da war dann eigentlich relativ klar, es muss ein Video her, beziehungsweise mehrere Videos dazu kommen. Im ersten Teil geht es jetzt erstmal um die zum aktuellen Zeitpunkt am Markt befindlichen Techniken zur Bilderzeugung eines Monitors bzw. TV-Geräts. Und ich sage absichtlich TV bzw. Monitor dazu, weil zum Beispiel bei Beamern ja noch ganz andere Techniken dazukommen, die ich aber eventuell dann in einem späteren Video besprechen werde. Und gerade dieses Video hier finde ich zur Aufklärung recht wichtig, daher die PR-Abteilung der Hersteller sich so viele Namen ausdenken, dass eigentlich überhaupt keiner mehr weiß, was ein LED- bzw. ULED-Fernseher überhaupt ist. In den weiteren Folgen wird es dann zum Beispiel um Farbräume, Bildfrequenzen, 4K etc. gehen. Ja, und nach dieser extrem langen Einleitung hoffe ich erstmal, dass ihr überhaupt noch da seid. Und wenn ja, wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Videoreihe. Die LCD-Technik. LCD steht ja für Liquid Crystal Display oder, was eigentlich jeder schon mal gehört haben sollte, Flüssigkristallbildschirm. Diese machen sich ja die Tatsache von sogenannten Flüssigkristallen zunutze, dass diese bei einer bestimmten anliegenden Spannung die Polarisationsrichtung des Lichts beeinflussen können. Einfach erklärt, LCD funktioniert je nach eingesetzten Polarisationsfilter, also jeweils ein Polfilter auf jeder Seite des LCD-Segments wird angebracht. Die funktionieren dann wie ein Lichtschalter. Also in der Regel geht das so, kein Strom, der Pixel ist lichtdurchlässig, Strom an, der Pixel ist dunkel. Und da LCD dimmbar ist, können durch unterschiedliche Spannungen dann die entsprechenden Helligkeitsunterschiede dargestellt werden. Ja, aber natürlich wird auch noch Farbe benötigt. Und hier werden jetzt viele relativ überrascht sein, mit welch simpler Methode dies geschieht. Hier nutzt man nämlich einen sehr aufwendig herzustellenden Farbfilter mit den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau, der mit dem Panel dann verbunden wird. Also hat jeder Pixel des LCD-Panels am Ende drei Subpixel aus den drei Grundfarben. Daraus schließen wir dann, dass ein Full-HD LCD-Panel nicht, wie viele jetzt gedacht hätten, aus ca. 2 Millionen LCD-Segmenten, sondern aus ca. 6 Millionen Subpixeln besteht. Und bei UHD sind das dann mal eben sage und schreibe 24 Millionen Subpixel. Da die Flüssigkristalle ja quasi ein Lichtventil sind, muss aber noch eine Lichtquelle her. Dies war jetzt bei älteren TVs und Monitoren immer eine Leuchtstoffröhre, die meiner Meinung nach heute immer noch mit das bessere Bild liefert. Aufgrund des relativ hohen Stromverbrauchs und der gleichmäßigeren Ausleuchtung wurde dieses jedoch flächendeckend durch LEDs ersetzt. Aber auch im LCD-Bereich gibt es noch einige unterschiedliche Techniken, die da wären. TN. Die aktuell gängigsten sind hierbei im Monitorbereich die bei Gamer sehr beliebten TN-Panels. TN steht für Twisted Nematic und gehört zu den eigentlich günstigsten LCD-Techniken. Da dieses Video eine Erklärung für den Laien sein soll, werde ich jetzt von einer etwas genaueren Erklärung der Technik besser Abstand nehmen, um das Ganze jetzt auch noch verständlich zu halten. TN selbst hat jetzt einen entscheidenden Vorteil, gerade für Gamer und natürlich leider, ja wie alle Techniken, auch einige Nachteile, die es für den TV-Bereich dann eher unbrauchbar machen. Der verdammt große Vorteil sind die extrem schnellen Schaltzeiten, die für ein verzögerungsfreies Gaming-Erlebnis jetzt gerade im Ego-Shooter-Bereich zum Beispiel zwingend nötig sind. Ein weiterer großer Vorteil sind natürlich die geringen Herstellungskosten. Daher sind die zurzeit günstigsten Monitore am Markt eigentlich immer welche mit TN-Panels. Ja, und wie besprochen gibt es natürlich auch einige Nachteile. Zum einen sind TN-Panels recht kontrastschwach und ja, die Blickwinkelstabilität ist wirklich extrem schlecht. Hier leiden also Farbtreue und Kontrast enorm, wenn man jetzt zum Beispiel schräg aufs Display guckt. Dies wird in der Regel aber durch einen sogenannten Verzögerungsfilm zumindest etwas gemildert. Dieser Film wird dann auf dem Panel angebracht. Der kommt dann auch die häufige Bezeichnung TN plus Film zustande. Letzterer und für Film- und Fotoliebhaber entscheidender Nachteil ist die sehr geringe Farbtreue durch einen deutlich reduzierten RGB-Farbraum. Also diese Technik ist eigentlich wirklich nur noch für Gamer sinnvoll. IPS.
Ja, IPS hat nichts mit dem International Parcel Service aus King of Queens zu tun. Nee, fast alle Nachteile der TN-Technologie werden mit der IPS-Technologie beseitigt. IPS steht für In-Plane Switching. Übersetzt heißt das eigentlich auf gleicher Ebene schaltend. Und das heißt dann ganz einfach, dass die Pixel im Gegensatz zu TN immer waagerecht liegen. Diese ändern ihre Orientierung also nur so im 90-Grad-Winkel, also in der waagerechten. Und wie vorhin schon gesagt, mit weiteren technischen Details möchte ich euch jetzt nicht länger langweilen. Jedoch bietet die waagerechte Ausrichtung unheimlich viele Vorteile. Durch die nämlich deutlich bessere Dosierung der Lichtmenge bei IPS ist die Farbtreue deutlich höher als bei TN. Dadurch sind die IPS-Panels auch bei Fotografen sehr beliebt, die sich hier zum Beispiel keine Farbungenauigkeiten erlauben können. Es wäre nämlich ziemlich fatal, wenn das Rot auf dem Bildschirm auf dem späteren Foto dann hinterher nur noch lila wäre, wie es bei TN oder halt sehr schlecht kalibrierten Bildschirmen schon mal vorkommen kann. Weiterer großer Vorteil, der aber beim Monitorbetrieb jetzt nicht ganz so wichtig ist, ist die extrem gute Blickwinkelstabilität von bis zu 178 Grad. Hier trennen TN und IPS ja immer noch Welten. Und genau aus diesem Grund ist TN für den TV-Betrieb eigentlich auch überhaupt nicht mehr nutzbar. Denn hier möchte man ja schließlich aus jedem Blickwinkel im Wohnzimmer ein ordentliches Bild haben. Aber natürlich hat auch IPS-Nachteile. Die eierlegende Wollmilchsauer gibt es hier leider immer noch nicht. Zum einen ist natürlich der Stromverbrauch höher als bei TN. Die Preise sind aktuell immer noch deutlich höher und die Schaltzeiten sind immer noch nicht ganz so gut wie bei guten TN-Panels. Trotzdem kann man mittlerweile aber auch jedem nicht so ganz ambitionierten Gamer schon IPS-Panels empfehlen. Wer aber eh kein Auge für Farbtreue hat oder wem der Kontrast zum Beispiel völlig egal ist, der kann natürlich auch weiterhin noch zu TN-Monitoren greifen. Diese werden nämlich immer besser und stehen manchmal IPS-Panels außer beim Blickwinkel kaum noch nach. VA. Als dritte Technik gibt es noch die VA-Technik, auch Vertical Alignment genannt. Auch diese Technik unterscheidet sich wieder in der räumlichen Lage der Pixel. Hier sind diese dann senkrecht zur Bildebene ausgerichtet und kippen bei Spannung und verdunkeln so das Bild. Großer Nachteil der VA-Technik ist die relativ träge Reaktionszeit solcher Panels mit auch ziemlich starker Schlierenbildung. Für Spieler und Filmegucker also nicht unbedingt empfehlenswert. Aufgrund des sehr großen Blickwinkels, einer recht tollen Farbwiedergabe und hohen Kontrast sind diese für den Profibereich in diversen Branchen aber bestens nutzbar, solange die Schlierenbildung halt egal ist. Und von allen besprochenen Techniken gibt es natürlich auch noch diverse Weiterentwicklungen mit anderem Namen und ihr seht es schon kommen. Es ist wieder Zeit für mal einen Running Gag. Die Erklärung würde nämlich den Rahmen dieses Videos vollkommen sprengen. Und will man nicht unbedingt jetzt Counter-Strike-Weltmeister werden, dann ist die IPS-Technologie bzw. ihre Weiterentwicklung eigentlich das Maß aller Dinge. Ja, wenn da nicht ein bis zwei große Nachteile der LCD-Technik wären. Zum einen sind LCD-TVs und Monitore im Gegensatz zu früheren Röhrengeräten natürlich ziemlich dünn. Aber so richtig dünn sind diese ja selbst mit Edge-LED-Technik noch nicht. Das ist ja an sich noch zu verschmerzen. Viel gravierender finde ich persönlich eigentlich das Problem, dass selbst die besten LCD-Panels das Licht der Pixel nicht komplett blockieren können. Es fällt nämlich auch bei geschlossenem Pixel immer noch ein bisschen Restlicht hindurch, wodurch der Kontrast relativ niedrig ist, das Schwarz leider nicht so richtig schwarz, sondern halt auch beim besten LCD der Welt immer noch ja eigentlich mehr grau ist. Und hier ist nahezu jedes alte Röhrengerät, selbst ein modernes LCD immer noch überlegen. Am besten merkt man das daran, wenn ihr zum Beispiel im Dunkeln mal TV guckt und durch eine Überblendung das Bild ganz kurz schwarz wird. Beim LCD ist der Raum dann nämlich immer noch ein bisschen erleuchtet. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass dies bei hellen Räumen jetzt quasi nicht mehr so ganz ins Gesicht fällt, da hier der Schwarzwert mittlerweile so gut ist, dass Schwarz tatsächlich wie Schwarz aussieht. Was gibt es also als Alternative? Ja, da die Plasmatechnik ja mittlerweile eigentlich ausgestorben ist, gibt es zur aktuellen LCD-Technik eigentlich nur noch eine wirkliche echte Konkurrenz. Viele Mediamarktbesucher werden jetzt sicherlich denken, hey, das muss LED-TV sein. Ja, tut mir leid, habt ein bisschen falsch gedacht. Zum Thema LED-TV sage ich zum Schluss des Videos noch was. OLED. Nein, es handelt sich hier um die OLED-Technik, die in TVs nämlich ganz anders genutzt wird als normale LEDs. Denn diese werden nicht als Hintergrundbeleuchtung, sondern tatsächlich zur eigentlichen Bilderzeugung benutzt. Die meisten Benutzer von Samsung-Smartphones und Tablets werden diese Technik bereits unter dem Namen AMO-LED kennen und immer wieder schäbig grinsend auf den Kumpel,
mit seinem IPS-Smartphone und den im Vergleich wirklich unterirdischen Kontrast gucken. OLED steht für Organic Light Emitted Diode und heißt übersetzt organische LED bzw. einfach Leuchtdiode. Ja, organisch deshalb, weil die OLED-Technologie auf Kohlenstoff basiert. Organische Filmschichten befinden sich dann zwischen einem elektrischen Leiter und sobald ein Strom fließt, treffen in diesen Schichten verschieden geladene Teilchen aufeinander und es wird Licht erzeugt. Durch diese Nutzung von organischen halbleitenden Materialien ist es dann möglich, diese LEDs in sogenannter Dünnschichttechnik herzustellen. Ganz extrem vereinfacht ausgedrückt, muss man sich jetzt eigentlich nur viele normale LEDs neben und übereinander liegend zwischen zwei transparenten Scheiben vorstellen. Also an sich nichts anderes als zum Beispiel die großen LED-Leinwände aus dem Fußballstadion. Nur dass die OLEDs halt organisch und damit viel kleiner und flacher herzustellen sind. Die Herstellung der eigentlichen OLEDs ist mittlerweile sogar per einfacher Drucktechnik möglich. Und übrigens, bevor es wieder irgendwelche Motzer gibt, OLED, OLED, O, keine Ahnung was, mir ist scheißegal, wie es ausgesprochen wird. Ich sage OLED. Und da OLED-Technik flexibel ist, sind die Displays rein theoretisch auch aufroll- und faltbar. Leider haben OLEDs aber den Nachteil, dass diese nicht wasser- und sauerstoffresistent sind und dadurch leider gekapselt werden müssen, also von der Außenwelt isoliert produziert werden müssen. Und aufgrund dieser Kapselung entfällt aktuell leider noch der Einsatz als aufrollbarer Bildschirm, da entsprechend sauerstoff- und wasserdichte Lösungen für den Praxiseinsatz leider noch nicht einsetzbar sind. Das ist jetzt aber natürlich trotzdem kein Nachteil zur LCD-Technik. Zumindest aktuell gibt es aber noch zwei gravierende andere Nachteile. Zum einen ist es zumindest zur Zeit noch der Preis. Kleine OLEDs für Smartphones und Co. sind zwar schon extrem preisgünstig, bei größeren Geräten wie Monitoren oder gar TV-Bildschirmen sieht es immer noch ein bisschen düster aus. Für Full HD über 50 Zoll sind immer noch locker über 2000 Euro fällig. Bei UHD zahlt man sogar fast das Doppelte. Und so viel Geld geben natürlich nur die wenigsten für einen TV aus, selbst wenn dieser einen so unfassbar tollen Kontrast wie OLED hat. Aber das mit dem Preis wird sich im Laufe der Zeit natürlich ändern. Auch LCDs waren anfangs noch unbezahlbar. Wobei man aber sagen muss, dass die OLED-Technik schon enorm lange in der Entwicklung ist und die Preise wirklich nur unheimlich langsam fallen. Die hohen Preise liegen hauptsächlich an der sehr komplexen Ansteuerung, besonders von großen Panels und der halt schon besprochenen Kapselung. So kleine Panels hier, ja okay, hier ist kein OLED-Panel drin, aber trotz allem, so kleine Panels in der Größe, die kann man ja relativ kostengünstig mit einer sogenannten Passivmatrix ansteuern. Große Panels müssen aber aufgrund von höheren Bahnwiderständen bei größeren Panels mit einer sogenannten Aktivmatrix aktiv angesteuert werden. Und voilà, so entstand dann nämlich der Name, den Samsung für seine OLED-Panels benutzt, nämlich AMOLED für Aktiv Matrix OLED oder Active Matrix OLED, wie auch immer ihr es wollt. Einer der Hauptgründe für die extrem lange Entwicklungszeit von OLED und warum viele ehemalige Produzenten sogar teils das Handtuch warfen, ist übrigens folgender, nämlich die Haltbarkeit von OLED-Bildschirmen. Das Problem der Haltbarkeit betrifft jetzt aber nicht nur den Punkt, wann denn ein Pixel nun überhaupt nicht mehr funktioniert bzw. nur noch die halbe Helligkeit bietet. Nein, das größte Problem ist die unterschiedliche Alterung der einzelnen Farben. Und hier altert Blau leider am schnellsten und das verursacht nun gleich zwei Probleme. Zum einen gibt es im Laufe der Zeit aufgrund der Alterung Farbveränderungen und zum anderen haben wir ihn nun wieder, den berühmten Einbrenneffekt der Plasma-TVs, den ja auch teils schon einige Röhrengeräte damals hatten. Auch wenn eventuell das Problem mit der Alterung nie 100% zu lösen ist, sind doch enorme Fortschritte erzielt worden. Daher bin ich mir eigentlich sicher, dass noch diverse Techniken folgen werden, um eine vorzeitige Alterung zu verhindern bzw. diese zumindest so ein bisschen einzudämmen. Denn gerade auf Computermonitoren ist ein Einbrennen ja wirklich ein ernstzunehmendes Problem. Trotz der Nachteile ist für mich OLED jedenfalls ganz klar die Bildschirm- und Beleuchtungstechnik der Zukunft. Die Vorteile sind einfach viel zu groß, um diese jetzt zu ignorieren. Und das wären dann nämlich folgende. OLEDs bieten einen enorm hohen Kontrast durch 100%iges Schwarz, eine sehr gute Farbdarstellung und Blickwinkelstabilität, einen extrem niedrigen Stromverbrauch, eine enorm hohe Reaktionszeit und im Gegensatz zur LCD werden diese sehr umweltfreundlich produziert. Noch dazu sind sie super dünn und leicht herzustellen und was bisher pure Science Fiction war, ist mit OLED nun aktuell sogar schon möglich. Denn es ist möglich, transparente Displays herzustellen. Minority Report und transparente Fenster sind damit eher Realität als Zukunftsvision. Aber leider gibt es natürlich die auch schon angesprochenen Nachteile, die Haltbarkeit und der aktuell halt noch extrem hohe Preis.
Der Preis für TV-Geräte mit OLED-Technik wird sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft noch in erträgliche Regionen rutschen. Ja, wie es aber mit der Haltbarkeit jetzt steht, kann natürlich noch niemand sagen. Ich selbst bin aber Optimist und sicher, dass die Produzenten das im Laufe der Zeit in den Griff bekommen und so auch Computermonitore auf OLED-Basis eine Daseinsberechtigung haben werden. Für mich ist OLED eigentlich die perfekte Technologie für die Zukunft. Schon allein aufgrund des unglaublichen Kontrasts kaufe ich mir doch lieber öfter mal einen TV, als jetzt auf diesen Kontrast zu verzichten. Ja, okay, umweltfreundlich ist das jetzt allerdings nicht gerade. Die Falschen. Ja, und wie schon angekündigt, zum Schluss dieses Videos möchte ich noch auf zwei Bildschirmtechniken eingehen, die eigentlich gar keine sind. Die Hersteller wollen es einem aber unbedingt weiß machen. Da wäre zum einen der LED-TV. Und hier würden mich mal die tatsächlichen Erfolgszahlen dieses absoluten Marketing-Blödsinns interessieren. Also wie viele Besitzer eines ordentlichen LCD-TVs sich aufgrund der Bezeichnung einen ja viel besseren LED-TV gekauft haben. Ich hoffe niemand. Denn wenn man es ganz genau nimmt, gibt es nur eine Art LED-TV. Nämlich den gerade vorgestellten OLED-TV oder, ah ja, okay, halt diese riesen LED-Leinwände in den Fußballstadien. Denn genau hier werden LEDs auch wirklich zur Bilderzeugung genutzt. Die besagten LED-TVs sind aber nichts anderes als stinknormale LCD-Fernseher mit herkömmlicher LED-Hintergrundbeleuchtung. Fakt ist, es gibt keinen Unterschied. Egal, ob man sich nun einen als LED-TV bezeichnenden Fernseher kauft oder einen eines Herstellers, der ihn einfach nur LCD-TV nennt. Die Technik dahinter ist genau die gleiche. Denn heutzutage gibt es eigentlich gar keine Geräte mehr mit anderer Hintergrundbeleuchtung als LED. LED-TV ist also wirklich pures Marketinggewäsch der Hersteller. Und zum Schluss haben wir noch SHUAD. Ja, nicht ganz so schlimm sieht es mit Samsungs SHUAD aus. Zumindest bei den 2016er Fernsehmodellen. Denn vor 2016 war SHUAD nun wirklich nur ein reines Marketinginstrument ohne echt Mehrwert. Auch diese Geräte suggerieren aufgrund des von Samsung stark fokussierten Begriffs SHUAD und des extrem hohen Preises eine bahnbrechende Technik. Ist das denn nun auch so? Meine klare Antwort ist jein. Denn am Ende ist wieder jeder SHUAD-TV auch wieder ein ganz stinknormaler LCD-Fernseher, der sich technisch eigentlich nicht wirklich von den anderen abhebt. Das gilt besonders für die Modelle vor 2016. Aber warum denn nun eigentlich jein statt ein klares Nein von mir? Ja, weil zumindest die SHUAD-Modelle von 2016 jetzt nicht total sinnlos sind. Denn Samsung nutzt seit diesem Jahr die sogenannte Quantum Dot-Technologie in allen SHUAD-TVs. Und Quantum Dot funktioniert so, dass das blaue Licht der Hintergrundbeleuchtung mit dem roten und grünen Licht der auf einer Folie befindlichen Nanokristalle vermischt wird und das dann so entstehende Licht für eine qualitativ hochwertige Beleuchtung sorgen soll. Durch die dadurch wegfallende Filterung der Hintergrundbeleuchtung im Verbund mit dem erzeugten Licht soll dann die Leuchtdichte sowie das Farbspektrum deutlich erhöht werden. Auch sollen die SHUAD der 2016er Reihe eine Farbtiefe von 10 Bit liefern. Ja, das ist zwar toll, Samsung, bringt dem Zuschauer mangels Quellmaterial aber mal wieder rein gar nichts. Denn 10 Bit Ausgabe bringt nur was, wenn auch 10 Bit reinkommt. Ja, mehr dazu gibt es dann in einem anderen Video. Noch dazu werden SHUAD-TVs nur als Curved-Display verkauft. Und Curved halte ich bei allen Displaygrößen unter 3 Meter Bilddiagonale auch wieder mal für völligen Blödsinn. Aber es wird halt gekauft. Trotz allem ist SHUAD-TV keine neue Bildtechnik und bleibt am Ende auch nur ein LCD-TV. Meiner Meinung nach ist Samsungs Bezeichnung SHUAD-TV wieder nur ein reines Produkt der wohl doch sehr eifrigen Marketingabteilung, das noch dazu zu einem so saftigen Aufpreis verkauft, wird, dass der Mehrpreis zur Mehrleistung auch nicht im geringsten in entsprechendem Verhältnis steht. Mich persönlich konnten diese Geräte, die ich bisher so sah, jedenfalls nicht so sehr beeindrucken, dass ich so viel Geld dafür ausgeben würde. Ja, aber was macht ein Hersteller, wenn nahezu Stillstand in seiner Branche herrscht und die OLED-Technik im TV-Bereich quasi allein LG gehört? Richtig, er findet neue Namen zu alten Techniken oder bringt kleine Verbesserungen ganz groß und besonders teuer heraus. Ja, und hier jetzt noch ein kleiner Schlusssatz von mir an alle, die jetzt kurzfristig vorhaben, einen neuen Fernseher zu kaufen.
eigentlich auch für alle, die es langfristig vorhaben. Bitte informiert euch doch erstmal ausführlich im Netz über das gewünschte Gerät und schenkt auf gar keinen Fall der Werbung und den Bildern der ausgestellten Geräte in besagten Elektromärkten Glauben. Diese sind auf maximale Helligkeit und übertrieben satte Farben getrimmt, nur um im Verkaufsraum Eindruck zu schinden. Diese Einstellungen sind wirklich völlig praxisfremd. Selbst den technischen Daten der Hersteller kann man nur noch begrenzt Vertrauen schenken, da diese dann im Praxistest am Ende oft ganz anders aussehen. Ja, und nachher ist der Fernseher im Wohnzimmer und ja, die Enttäuschung ist groß. Des Weiteren, was ich schon mal in einem anderen Video sagte, sind knackige Farben kein Indiz für hohe Qualität. Ganz im Gegenteil. Knackige Farben deuten oft auf einen deutlich erweiterten Farbraum hin und das ist ein Mangel, solange dieser nicht kalibriert werden kann. Ja, und selbst wenn er kalibriert werden kann, hat kaum irgendjemand die benötigte Technik dazu zu Hause bzw. weiß überhaupt, wie man so eine Kalibrierung durchführt. Ein eher entsättigtes, aber natürlicheres, farbstichfreies Bild mit einer wirklich grauen Grautrippe ist ein Indiz für einen wirklich guten TV. Also bitte lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Und in diesem Sinne dann viel Spaß beim Fernsehkauf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Und falls ihr weiter informiert werden wollt, lasst doch einfach ein Abo da. Hier gibt es noch mehr von mir. Ich wünsche euch wie immer was. Bis dann, euer Monty.